Moin, es ist Freitag, der 6. März und wir sind in Campe Arno mal wieder unterwegs. Und zwar nach Deutschland, etwas genauer an den Bodensee. So, dann kann es ja richtig zügig in den erstbesten Stau gehen. Irgendwann haben wir es dann doch geschafft nach Deutschland von der Schweiz. Ja, noch geht das, dank Coronavirus wird es bald nicht mehr gehen, aber momentan ging es noch. Wir hatten ein paar Pfandflaschen, die wollten wir endlich mal loswerden. Guter war sehr bemüht, diese alle unterzubringen. Brauchen wir vielleicht einen zweiten Einkaufswagen? Nein, einer hat gelangt. Und so kommen wir dann zum Entsorgen. 44 Stück, 11 Euro. Da hätte ich fast mehr gedacht. Aber auch nicht schlecht, das Wochenende ist gerettet. Nach dem Einkaufen ging es zum Stellplatz. Irgendwie sind wir mit unserem 6 Meter Kastenwagen Arno mal wieder die Kleinsten. Wo sind wir genau? Wir sind in Radolfzell am Bodensee, noch genauer Mettnau. Die Koordinaten sind oben sonst zu sehen. Hier haben wir dann auch ein bisschen Wasser aufgetankt, das haben wir nicht zu Hause gemacht. Zum Schluss waren es dann so um die 56 Liter. Und das wird auch gleich wieder verbraucht. Natürlich nicht alles auf einmal, denn für meine traditionellen 5-Minuten-Terrinen am Freitag braucht es nicht so viel Wasser. Danach ging es für die beiden Jungs noch vor die Schiebetür und dann hieß es auch gute Nacht. Guten Morgen, es ist der 7.3. Und schon geht's los zur ersten Geocaching-Tour. Während Uta noch den Hint, zu Deutsch den Hinweis, vorliest, hat Samson schon längst eine heiße Spur. Uta hat's noch nicht begriffen. Genau, schön auf der Bank sitzen und sich den Cache apportieren lassen. So haben wir das gerne. Da sind wir auch schon auf der Suche nach dem nächsten Cache. Ein stabiler Cache, ein stabiles Band und zwei ehrgeizige Hunde. Und eine Uta, die versucht, das Beste draus zu machen. Ein überfluteter Weg. Das ist doch genau das Richtige für Samson und daraus eine kleine Kneippkur zu machen und ein Water to go. Samson, ich habe gesagt Water to go, dabei musst du gehen. Genau, so ist es richtig. Ein etwas verklemmter Cache. Na los! Samson! Ah, mit Halterung. Ich muss das ganze Holz rausnehmen. Ja. Sieh mal da, ein echter Pössl. Hä? Pössl? Da steht doch Adria drauf. Genau, diese Generation hat noch Adria zusammengeschraubt bei Pössl. Heutzutage macht es Detlefs. Der Hinweis lautet magnetisch. Das Band ist nur irgendwie irreführend. Hui, eine Unterführung für Wasser. Und irgendwo soll hier auch noch ein Cache sein. Das ist doch wieder das Richtige für Samson. Hunderte Male habe ich schon gesagt, das Gefährlichste an Samson ist seine Route. Ist da was drin? Die Dose? Ja, Frauchen, warte, ich arbeite dran. Ja, ist sie schon. Bitteschön.
Nach dem ganzen Stress erstmal eine kleine Abkühlung. Da geht's auch schon an den nächsten Cache und ich habe gar nicht gemerkt, dass von Samsons Rutenschlag noch Wasser auf der Linse ist. Hast du gut gemacht. Ein paar alte Heuballen bieten sich wunderbar an, um drauf rumzuklettern. Na, da hat die Schwerkraft Kopf und Ohren doch ganz schön dicht an den Boden geholt. Aber alles gut gegangen, da wird schon wieder weiter geklettert. Dieser Turmfalke begleitete uns eine ganze Weile. Er hoffte wohl, dass wir ein paar Mäuse für ihn aufschrecken. Schöne Aussicht auf den Bodensee und das Kloster auf der Halbinsel. Die Jungs warten geduldig, wenn Uta uns ins Logbuch des Geocaches einträgt. Samson wartet insbesondere darauf, dass er den Cache gleich zu mir zurückbringen darf. Hier, Samson, hier bin ich. Dankeschön und Hobby. Na, und ich warte darauf, dass ich den Cache zurückbekomme, um ihn anschließend wieder zu verstecken, wo wir ihn gefunden haben. Während Uta und Jack zurück zu Camper Arno gingen, sind Samson und ich noch eine kleine Extra-Runde gegangen. An dem Cache kamen wir heute schon vorbei, hatten dort auf der Bank aber einen Mugge gesehen. Es stellte sich nachher heraus, es ist ein Geocacher. Hier sind wir wieder zurück bei Camper Arno. Wir haben heute 9,22 Kilometer in etwas über 4 Stunden zurückgelegt. Nicht gerade wenig. Die Sonne brezelt inzwischen mit 50 Watt auf die 100 Watt Solarzelle. Und die Batterie hat auch schon wieder 13 Volt. 5 Volt werden abgegeben und 1,6 Ampere zieht sich, ich glaube, das Tablet. Noch die Duschen angeguckt. Die sind für wenig Geld für Camper nutzbar. Bei uns gibt's heute mal wieder Raclette. Auf dem Video wirkt es irgendwie viel dunkler, als es wirklich ist. Also wir haben das Essen schon ein wenig sehen können. Dann ging es mit den Jungs noch vor die Schiebetür. Ein Blick über den recht gefüllten Stellplatz. Und dann hieß es auch wieder, gute Nacht. Guten Morgen, es ist Sonntag, der 8.3. und hier ist nochmal ein Blick auf das Toiletten-, Dusch-, Abwasch- und Tickethäuschen. Man steht ja auch ohne Unterlegkeile recht gerade. Hier sind wir gerade am Grau- und Schwarzwasser entsorgen, als sich ein PKW noch hinter uns stellte, auf die Fernentsorgungsstelle. Ich wies ihn auf seinen Fehler hin, er meinte, es sei Platz genug, aber als ich ihm dann hinten den 8,50 Meter Morello zeigte, fuhr er dann doch lieber beiseite. Die Straße war recht frei und so kamen wir dann zur nächsten Parklocation von unserer nächsten, letzten, heutigen, sonntäglichen Geocaching-Runde. Natürlich fand Samson hier wieder einige Geocaches. Genau wie die Geocaches war die Aussicht auch nicht die schlechteste. Für das ungeübte Auge ist der Cache kurz eingekreist gewesen. Samson findet den Cache, Jack drängelt sich dazwischen. Samson lässt ihm den Vortritt, Jack apportiert den Überbehälter. Lässt ihn einmal fallen, weil er doch recht groß ist. Und was ist, es ist nur der Überbehälter, denn der eigentliche Cache ist rausgefallen. Der liegt da. Jetzt schnallt Samson, dass er noch eine Chance hat. Er findet den Cache und bringt den eigentlichen Cache dann zu Uta. Der Cache hier war ganz witzig. Gefühlt sind hier schon 20 Meter Kette aus dem Erdloch rausgezogen worden.
Und zwischendurch sind immer noch so ein paar kleine Dosen dran, die einen so hoffen lassen, ja, vielleicht ist das schon der Cash. Ist es aber dann doch nicht. Also man muss tatsächlich die ganze Kette rausziehen. Und gefühlt waren es nachher 100 Meter. Wie zu erwarten, war der Cash erst ganz am Ende der Kette. Nach dem Lock musste die Kette wieder reingestopft werden. Um das zu zeigen, wäre jetzt zu spannend. Das lassen wir. Der Weg zu den weiteren Caches war teilweise doch recht steil. Ich will nicht sagen alpin, aber es war doch schon ganz schön hügelig hier. Die ganze Runde ist sehr gassitauglich. Es geht auch um die Runde der Owner von diesen Caches. Und so trug jeder Cache den Namen eines Hundes, den sie hatten, beziehungsweise vom aktuellen Hund und als Zusatznamen dann, mit welchem Hund sich dieser irgendwo schon mal getroffen hat. Die Wegführung war teilweise sehr idyllisch oder verwunschen, wie auch immer man das nennen will. Also sehr schmaler Weg. Und wir haben hier keinen Menschen getroffen. Hier waren wir wirklich komplett alleine. Wie schon gesagt, extrem gassitauglich hier die Gegend. Ja, eigentlich gehört ja Schnee dazu, aber zur Not geht's auch ohne. Da posen die beiden noch ein bisschen auf dem Baumstumpf, während sie sich diese Aussicht anschauen. Noch ein wenig besinnliches Wald-Agility für Samson. Samson. Na komm. Komm her. Bei dem Haus. Ja, sensationelle Aussicht hier oben. Noch ein wenig planschen und Spaß haben im wasserähnlichen Element. Es war doch ein bisschen schlammig. Hier bekommt Jack gerade auch noch seinen Pfund Motter weg. Da haben sich die beiden noch eine kleine Pause verdient. Wieder zurück bei Camper Arno. Fast 9 Kilometer in besinnlichen 3,5 Stunden. Tja, das war's schon wieder. Unser Corona-Wochenende. Danke fürs Gucken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.